Und damit Hallöchen, ein namenloses und Not is Eternal und New. Ich werde im Stream, ich hoffe, ich werde im Stream zu sehen sein. Du, also, ne, im Stream ja. Warum habe ich keinen Sound? Okay. Ich habe die B-Taste gedrückt. Hatte man hier nicht einen Sound? Okay, ignoriere ich das. Genau, also im Stream wirst du zu sehen sein, in der Aufnahme aber nicht, weil ich da den Chat ausgeblendet habe. So, ich habe in letzter Zeit so viel Kingdom Hearts 3 gespielt. Komme jetzt mit dem Controller gar nicht klar. Wir haben einen großen Knopf dafür, den ich suche da. Nein, das ist die B-Taste, goddammit. Entschuldigung. Sound, you're roundabout. Genau, wir haben Nodiris, wir haben den Praktikanten. Wir scheinen momentan noch alle voll okay. Wir haben hier auch mich. Das wird ersetzt durch den Tropius. genau, dann haben wir Heiko das Kirlia, Alternis das Morabel, Lady Nyule das McNane, Praktikant das Geradax und Nodiris das Zubiris. Ey. Und sind jetzt in Laubwechselfeld. Hab ich mich mit den Leuten schon unterhalten? Habe ich mich mit dir schon unterhalten? Fangen wir heute endlich ein Namenloses. Ich verspreche mal nichts. Hast du schon Flavia, die Leiterin der Räder von Bad Lavastadt, herausgefordert? Ihr Großvater ist sehr berühmt. Er war einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Es würde mich gar nicht wundern, wenn Flavia ebenfalls ein großer Trainer wird. Zubirissen-mäßig. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Professor Cosmos unterwegs zum Meteor... Ist... Professor Cosmos unterwegs zum Meteorfälle. Da fehlt ein Artikel. An der Route 114. Einige Leute von Team Magma begleiten ihn. Bad Laberstab. Virginus, wenn wir ein Gen 4 wären. Okay. Was ist los? Was ist los? Wo sind meine Enkel? Wo bin ich? Wer bin ich? Ich bin jetzt wenig junge Gestalt aus dem Labor von Professor Cosmo flitzen sehen. Mäßig Spitzangriff plus Angriff minus. Wusstest du, dass Flavius Verwandter actually ein Arenaleiter in Gen 8 ist? Nee. Du bist der Haus des Attackenhelfers. Attackenhelfer? Ich bin der Attackenhelfer. Ich kann alle Attacken, die ein Pokémon lernen kann, und ich kann sie ihnen beibringen. Ich kann auch dein Pokémon neue Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe. Die sammle ich nämlich. Oh, das ist es. Das ist ehrlich und wahrhaftig eine Herzschuppe. Lass mich raten. So ein Pokémon. Ja. Welches Pokémon soll ich lernen? Und mit Spukball, Dark Pulse, die in Gen 4 dann beide speziell sind, ist das toll. Verständlich, ja? Ab ins Spa! You are a fight. Geistesphysisch in... Geistesphysisch! Ab ins... Spa, you right fight? What? Alter, man sieht eine zwielichtige Gestalt, Alter, und zweifelsfrei ein Teenager? Schatten, nein! Schatten ist so faul, der kann keine Attacken mehr lernen. Welche Attacke soll ich jetzt lernen? Lehmschuss könnte ich ihm beibringen. Brauchen wir noch einen Lehmschuss? Jetzt ganz doof gefragt. Nee, ne? Zur Not kommen wir später nochmal zurück. Was deine Pokémon euer Tag lernen soll, komm mit einem, ja. So, ich mag die Musik in Laubwechselfeld, die ist super gechillt. So, brauche ich irgendwas an Tränken oder so? Oder habe ich wundersam? Ich habe 4 Tränke, 4 Supertränke. Ich nehme mal welche mit. Du hast den letzten Stream konstant rumgeheult, dass du es verkackt hast, den Nebenschuss zu lernen. Weil ich gegen Walter gespielt habe, ja. Deswegen habe ich gefragt, brauche ich es jetzt noch? Holen wir uns ruhig 10 davon. Und nun so, ach nee, brauche ich nicht. I mean, ich muss eine Herzschuppe dafür aufgeben. So, Fluchtseil. Achso, wir haben 3 Stück. Plus, wir kriegen jetzt gleich einmal, da ist ein Eliko.
Miau! Ich habe lange überlegt, ob sich mein Eneko entwickeln soll oder nicht. Ich müsste nur diesen Mondstein einsetzen, aber das ist eine schwere Entscheidung. Würde es sich entwickeln, wäre es viel stärker. Aber es würde auch anders aussehen. Du siehst voll anders aus. Ich will alles Mögliche haben, aber ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Ach, ich fände es toll, wenn es einen Spruch gäbe, bei dem man nur mit dem Finger wackelt und schon hat man Geld. Ich habe da eine Idee. Hi und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Stream von Pokémon. Mal gucken, vielleicht funktioniert es, vielleicht regnet jetzt Geld. Dafür ist Unlicht aber speziell. Biss und Knirscher sind halt nicht physisch, weiß man. Ja. Was ein Nonsens. Dann fangen das Herzfisch-Pokémon, die tragen die doch, oder nicht? Libiskus, keine Ahnung. Warte, bekommst du kein Geld, wenn ein Pokémon wackelt mit dem Finger? Nein, danke, ich möchte meinem Pokémon keinen Metronom beibringen. Okay, solltest du es dir anders überlegen, du findest mich hier. Du kannst auch einfach mit Raupen nehmen, was ihnen gehört. Na, bloß es braucht sie nicht von. Ich hab hier ein Nugget gefunden, das werde ich wohl verkaufen. Was soll ich sonst damit machen? Es essen. Einfach die Konsole öffnen und Motherload eingeben. Ach nee, falsches Game. So, du bist Fossil Maniac. Nein, ich habe keinen Befehl dafür. Du kannst auch Tausch benutzen. Ist das Ding Tausch? Bin unsicher. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mein großer Bruder ist ein Fossil-Maniac, er ist ein netter Kerl, der Fossilien liebt. Er liebt es auch, Löcher zu graben. Dieses Loch hat er alleine gegraben. Hier, das kannst du haben, damit kannst du Löcher graben wie mein Bruder. Doppler Funfact, bis zum heutigen gab es nur 4 spezielle Unlichtattacken. Alle anderen sind physisch und das, obwohl Unlicht bei Release ein spezieller Typ war. Game Freak, so. Wir brauchen einen neuen Typen. Aber wir machen ihn kacke. So, das ist Schaufler. Ich liebe diesen Ort, ne? Ich weiß nicht warum, ich find's einfach großartig, diesen Gedanken, dass der Typ hier 7 Millionen Jahre weit gebuddelt hat. Ich bin der Fossil-Maniac, ich bin ein netter Typ, der Fossilien liebt. Jeder, der behauptet, der ist ein netter Typ, ist kein netter Typ. Möchtest du ein Fossil haben? Die Fossilien in dieser Gegend gehören allerdings alle mir! Keines ist für dich! Wenn du unbedingt ein Fossil haben möchtest, geh in die Wüste und such bei den Felsen und im Sand. Vielleicht findest du dort eines. Doppelt, achso, nee. Attacke tauscht dein Item mit dem des generischen Pokémon. Hieß doch, glaube ich, Tausch. Also, ja, ich kenne die, aber ich glaube nicht, dass sie Tausch hieß. Ich liebe das Angeln, aber ich liebe auch das Kämpfen. Wenn mich jemand herausfordern will, bin ich bereit, auch wenn ich angle. Er haut mit seiner Angel zu. Nimm das! So, Amadeus. Los, Nodiris, das Zubiris. Hup. Nodiris, das Zubiris ist auch schon fast Level 24. Noch ein Funfact, der Geistertyp war bis Gen 4 physisch spukbesiegt, aber die Spätstef. Ich meine, ich bin... Oder mein erstes eigenes Pokémon-Spiel... war ja Pokémon Kristall, was ich mir selber gekauft habe. Aber die Informationen und alles habe ich mir aus Pokémon Diamant und Pearl geholt. Ich liebe Kämpfer, aber das heißt nicht, dass ich gut daran bin. AKA, also ich habe die 4. Gen gespielt, so der Praktikant. Könnte ruhig ein bisschen weiter trainiert werden. Dementsprechend dachte ich halt, dass es auch in den vorherigen Gens genau so funktioniert, dass du halt pro Attacke unterscheidest zwischen physisch und nicht. Und ja, das hat mich ein bisschen sehr verwirrt. Alles, was mein Pokémon fertig gibt, ist Brüller. Niemand wagt sich nah heran. Oh, wenn du magst, dann nimm mir diese TM ab. Ey, Brüller. Ein Brüller schlägt Pokémon in die Flucht. Bau, bau, bau. Ein Wasserfall. Hätten wir Kaskade, können wir da hoch. So, ich hoffe, du bist kein Spinner. Er ist ein Spinner. Warum bist du ein Spinner? Was ist denn falsch bei dir? Dreh dich. Dreh dich. Danke. Nee, der Typ gibt halt an, was ist, dementsprechend muss man da halt echt noch Diebes-Knowledge haben. Genau.
Na, und das wusste ich halt nicht wirklich. In der Hinsicht ist Gen 4 ja auch immer noch der monumental zu Competitive Change Ever. Was ich auch gut finde, ich bin nicht nur ein hübsches Gesicht. Ich bin nicht nur ein hübsches Gesicht. Ich hab den großen Fang gemacht. Riesig, sage ich dir. Los, Luise und Louis. Okay, da hat man sich... Ah, wir brauchen zwei Namen. Luise. Gibt's noch eine männliche Variante von... Ach da, Louis. Klar, nennen wir die beiden so. Blanas und Schmerbe. Warum auch immer man sich gedacht hat, Blanas, das brauchen Nippel. I don't get it. Ich auch, es ist total dumm, Flamara rauszubringen, einmal mit 130 Angriff dasselbe nicht nutzen kann, weil er ein spezieller Typ ist. So, nutzen wir mal... Nee, Stärke. Du, Mogel, hiebst. Wusstest du, dass der Typ Psycho gegen Kiefer und Licht und Geist schwach ist, weil das häufig auftretende Phobien sind? Es ergibt zumindest Sinn, ja. Achso, New hat momentan den DP-Teiler. Ich habe mich schon gewundert. Habe ich vorhin nicht aufgepasst. Aber ja, okay, New ist damit jetzt Level 25. So, und wir sind auch schön im richtigen Levelbereich jetzt. Also ein bisschen über... Der Praktikant macht Schaden. Vielleicht ein bisschen überlevelt, weil ich ein bisschen zu viel gelevelt habe zwischendrin. Aber... Danke, Luise und Louis. Das war überhaupt nicht niedlich. Ich bin nicht niedlich. Was war das denn? Was ist für ein Sieg nicht, war es für ein Sieg nicht groß genug? Sex innuendos. So, Energiestab zu... Wait! Ich habe vergessen, dass der Beutel dieser Gen noch voll werden kann. Entschuldigung. Give it all to me. Dass alle Charaktere bei Winnie Puff, das würde ich jetzt, das mit Winnie Pooh, dass sie alle auf psychischen Erkrankungen, basieren, möchte ich jetzt nicht zwingend glauben. So, dann verkaufen wir erstmal den ganzen Kram, den wir haben. Und dann legen wir den Kram weg, den wir nicht mehr brauchen. So, ich kann auch den ganzen X-Kram eigentlich theoretisch verkaufen, weil nutzen werde ich den eh nicht. Ich kenne mich. Ist ja eine Annahme, wurde ja nicht bestätigt. Ist aber eine nice Theorie. Ja, ich meine, so am Ende des Tages werden ja auch immer bei solchen ganz knuffigen Kindersachen... Oh, ich habe zwei X-Angriff gehabt. Immer... so diese dunklen Theorien rausgepackt, weil es halt einfach cooler ist oder so. Und I don't know. Lass doch einfach Kinderkram sein. Humbug! Da muss ich sagen, ne? Charles Dickens und Ebenezer Scrooge haben da echt eine Nummer mir gegenüber gemacht, weil ich... Ich liebe das Wort Humbug, Mann! So, Item ablegen. So, das Macho-Band legen wir mal ab, weil das brauche ich nicht. Das Schattenglas legen wir gleich New auf. Die Herzschuppe lasse ich drin. Die Flinkhau-Klaue kommt weg, weil die ist ein Hack. So, ein Megablock hätte ich noch verkaufen können. Den Ewigstein kann ich weglegen, weil den brauche ich nicht. Den Seidenschal legen wir auch mal weg. Wundersaat legen wir... Oh, den Seidenschal hätte ich behalten können für den Praktikanten. Aber jetzt ist er weg. Ich dachte gerade an die Majora's Mask Theorie und du so diese kuffigen Kindersachen. Warum willst du nicht mir das Scheinglas geben? Booste mein Damage bitte. Weil du keine Unlichtattacke kannst. Not deswegen. So wie der Fakt, dass du in deinem Haus mit deiner Mutter. Was? Ach so. Ich dachte jetzt, habe ich jetzt gerade gewundert. So. Was behauptet namloses Level meine Mutter? Hä?
Fair enough. Okay, ich habe jetzt nicht direkt verstanden, was du mit das Spiel meinst. Es war ein Bett gibt und sie dich nicht im Auto haben wollte, weshalb du im Nestwagen mit dem Möbel umziehen musstest. Vielleicht hatte sie das Problem, dass sie überhaupt erst nicht mit. So, jetzt nehmen wir mal ganz kurz den EP-Teiler weg von You und geben den Not. Bis der Level 25 erreicht. Entschuldigung, das hat mich halt sehr hart verwirrt. Vielleicht musste unsere Mutter per Anhalter fahren und hat gesagt, ach mein Kind, das lasse ich im Lastwagen fahren, damit es nicht 300.000 Kilometer zu Fuß zurücklegen muss. Warum nicht? Wo ist mein Raum? I don't know. Hättest du das schon erlernen müssen? Habe ich gesagt, nicht erlernen. Wenn wir angeln wären, hättest du nicht den Hauch einer Chance gegen mich. Also dann zeig mal deine Pokémon. Mein Vater lebt zwei Schritte weiter, muss ja eine super stabile Familie sein. I don't know. Kapados! Kapados! Ich liebe diesen vermaledeiten Fischmann. Ja, Mann! 33 Erfahrung. Ein Abitur gab es doch im Marino, die ist doch Suki auf Zubitos Wild Step. Gab es die? Na doch, ich glaube, ich habe die. Okay, ich muss gestehen, ich hasse es, TMs beizubringen. Weil man in dieser Gen TMs nur einmal benutzen darf. Außer Lebensschelle ist halt Nonplusultra. Lebensschelle ist halt der Move. Aber dann müsste ich jetzt einmal wieder zurück an den PC, mir die Brille holen, sie dir aufsetzen, die Raub beibringen. Ach. Du triffst den Dude wieder, der im Wald den Dude beklaut und der meint nichts für ungut und gibt dir Raub. Stimmt, ja, I remember. Ich habe vergessen, dass ich mehr bei Intensität kann. Gut, dass es nur eine 5 war. So, das war Anselm. Anselm? Der Weise? Während wir angeln, hätte ich gewonnen. Okay. Du bist eine Person, die wir kämpfen. Möchtest du kämpfen? Nach dem Essen muss ich Sport treiben, also lass uns kämpfen. Okay. Faustträge alle Shit-TMs und kaufbare TMs, Fireblast und Co. immer nutzen mit einer 80 plus Attack erst von der Liga geben. Klassiker. Hat Raub so viel Angriff? Jetzt ehrlich gefragt, ich weiß es nicht. Ich dachte, Raub wäre immer so ein 60er-Move, 55er-Move oder so. Zeit für ein Du-Du-Du. Oh Gott, Walzer. Da. 40? Ja, siehst du? 40 ist ja kein Attack. Ich warte darauf, dir einen guten Angriff geben zu können. Also Step 160 und dann nochmal 20% mit dem Schattenglas. So, Schattenglas bringt so viel. 20%. Oh nein. Okay, damit du mich nicht weiter anmeckerst und sagst, ich bin kacke und mich dann haust. Gib ich dir halt, nehme ich das Schattenglas mit, Dark Damage mal 1,2. Okay, oh Gott, ich hab zu... Nein, ich hab A gespammt. Itemlager, Item nehmen. Oh, wait, ich hab's doch im Inventar. Ich dachte, ich hätte sie nicht im Inventar. Nun, ich kann auch gut heimgehen. Fee-fee-fo-fum, ich rieche eine Verletzung des Arbeitsschutzgesetzes. Hallo, aber... Warum eine Verletzung des Arbeitsschutzgesetzes? Kriegst einen Bonuspunkt für gute Nudeln, wenn du mir sagen kannst, wofür Step steht. Not aggered with the casuals. Same type attack bonus. Bitch. Weißt du, behauptet der hier, ich... Fatih sagt immer, boah, dies ist weder der rechte Ort noch der rechte Zeitpunkt dafür. Entschuldigung. So, dafür kriegst du jetzt auch keinen EP-Teiler mehr. Gebe ich jetzt wieder den Praktikant an die Hand.
So, nein, stopp, ich wollte Beute bleiben. Und zwar TMVM. Raub. Siehst du 40? Guck mal, wie bad. Warte, was ist... Purple Star, ein Global Emote, okay. So, eine TM wurde aktiviert. Sie enthält Raub. Raub einem Pokémon beibringen. Nodiris. Nodiris versucht Raub zu erlernen. Aber Nodiris kann maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Raub ersetzt werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Der Schatten ist cool. Ich bin ja kein Russ, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du Praktikanten nicht zu Bärennackelkämpfen zwingen darfst. Ach, aber da muss ich jetzt. Aber dann muss ich halt Kratzfuri aufgeben und das ist so ein guter Move. Och nee, ne? Not, come on. Kratzfuri ist ein guter Move. Okay. Je sais plus. Je... Star. Hau den Erstauner weg, der ist bestimmt. Nope. Nope. So, aber gut, der Praktikant jetzt, hat jetzt den Epitheater, dann darfst du dir ruhig auch dein letztes Level antrainieren. Ich werde auch New höchstwahrscheinlich noch den Schaufler beibringen. Einfach, weil ich möchte. Weil soweit ich weiß, erlernt McNane nur eine, nur eine Unlichtattacke, so ziemlich? Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege, aber soweit ich weiß, kriegt McNane halt nur, wie schimpft es sich? Biss. Dieser Moment, wenn dein Selbstwertgefühl so niedrig ist, dass du deine neue Sympathie für dein Pokémon gibst. Natürlich, ich bin in der richtigen Stimmung. Ich werde dir etwas für Pokémon beibringen. Goldicker. Ah, eine Herausforderung von Zen. Und Yun. Tyra und Ivy. Ich gehe mal davon aus, dass der Senpai die rechte Person ist, die halt schon so super extrem gespannt dasteht. Na, ich mag die Frisur vom Senpai dann. Ah, wisch, ich hab's genau gesehen. Was hast du gesehen, Alternis? Okay, ist der Math. Kratzführung gleich 18 plus 18 plus 18 im Average. Bei 3 Hits AK 54, Max Damage wäre 90 bei 5. Min Damage 36, Raum ist konstant 60 und mit Schattenlast bei 72. Konstant gut, also. Okay, dann gucken wir mal. Bam, und dafür habe ich Zertrümmerer gelernt auf dem Praktikanten. Easy. Easy Quadrat. Guck mal, der Praktikant macht Arbeit. Also so richtig... Oh Gott, dammit. So richtig war ich jetzt nicht davon erstaunt. Aber gut, dann machen wir zuerst Roselia weg. Ich bin nun fast offiziell in Köln in der Gamescom-Woche. Das klingt cool. Oh, Walzer, das missfällt mir. Dun 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 dun. Unkratzfurie kann missen und ist physisch, während du mit Modest Fearless mit Raub angreifen kannst, welcher speziell ist. Oh, and remember what I told you about types? Ja, McNane hat keinen Spitzangriff und Dark ist immer noch speziell. McNane hat ein Problem. Aber ich mag McNane halt auch. McNane ist ein Supermon. McNane 42 Verhöhner, Knirscher. Stimmt, Knirscher lernt es. Lernt McNane kein Biss? Entschuldigung. Lernt McNane wirklich nicht bis. Was für ein atemberaubender Kampfstil. So, du bist irgendein random Dude. Ich liebe die Bärenmühle. Da sammle ich alle Bären, die ich finde. Eine schenke dir. Ich schenke dir eine, wenn du magst. Nice. Mit 9 anderen in einer Wohnung, einer großen Wohnung, also 260 Quadratmeter große Wohnung. Oh Gott. Sollte ich Bärenmühle unbedingt zusammen mit deinen Freunden. Mit meinen Freunden. Oh, Born! Entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das bloß niemandem. Ich gebe dir auch das hier. Lanetzo. Hier, nimm das, damit du den Mund hältst.
Soll ich dir einige Hinweise zum Pokémon-Lagerungssystem geben? Du solltest deine Boxen gut verwalten, damit du weißt, welche Pokémon sich in welcher Box befinden. Oder du machst einfach einen Living Dex. Ich liebe dieses Labor. Es ist wunderbar. Da ist eine E-Mail von jemandem auf dem PC. Dein Lagerungssystem bietet viel mehr Komfort als meines. Es besitzt viele anwenderfreundliche Features, die nützlich sind und Spaß machen. Es macht mich stolz, dass ich Teil dieser Entwicklung war. Ich hoffe sehr, du setzt deine Forschung in diesem Bereich weiter fort. Bill. Oh, Bill! Poggers! Wir haben Bill in diesem Spiel, Mann! Du hatte McNane haben in Gen 3 einfach nur verschissen. Danke dafür, Game Freak. Thanks, Game Freak Bob! Kributaka. Du sagtest, Len, du bist als Untyp, das sind alle anderen. Achso, okay. Fair enough. So, okay. Da ist kein Item. Komm ich? Da, ah ne, ich komme da nur mit Surfer ran. Das ist ja doof. So, Mr. Park Ranger hier. Campen macht Spaß. Du kannst angeln, Würstchen beraten und andere mit Spukgeschichten zu Tode erschrecken. Aber das Beste sind die Pokémon. Kiempfe. Bill, kill Bill. Go, go, go. Ist ja nicht ein Evoli, nee, da war ein. Ne? Lass mich nicht lügen. Pipi, glaube ich, war, ja? Wenn ich gerade so nachdenke, sind Krambuks und Hundemann die einfach, die einfachen, die was machen können mit ihren Unlichttypen. Ripp die Beine, das ist so sad. Alexa spielt Despacito. Wie ist ein Nidorino, wenn überhaupt? Im Blattgrün ist ein Evoli. Ich meine, er hatte in Pokémon Gold den Sprite eines Pipi-Pixie-mäßigen. Oh, Scanner! Oh! Nein. Dafür gebe ich meinen Mogelhieb nicht auf. So, Zeit für den Praktikanten. Der ist nämlich Level 22. Oder hat er einen Evoli? Jetzt bin ich unsicher. Ich meine, er hat einen Evoli. War er nicht einer der Typen, der dir das Evoli geschenkt hat? Also Gott zum Glück gibt er einem immer genau. Tuniax, vielen lieben Dank für dein Raid und Hallöchen an alle, die mit rübergekommen sind. Eine ganz dumme Frage, ist das Spiel eigentlich zu laut? Ich musste das auf meinen Ohren leiser machen. Der Bill ist doch kein Pipi in Gold. Ich meine, er ist. Also ich kann das Spiel noch ein bisschen leiser machen, wenn das okay ist für euch. Oder wenn es zu laut ist. So, da ist noch ein Wissenschaftler. Oder ein Käfersammler. Warum auch immer diese paar Sekunden Vorkampfmelodie so gut sind. Also ich finde es ganz gut. Du bist definitiv lauter als das Spiel und ich höre die Mucke gerne. Okay. Davon hätte ich halt ganz gerne mal so einen 4-Minuten-Track mäßigen. Ich weiß nicht, ich höre generell keine Streams auf voller Lautstärke. Also an sich geht es mir nur darum, bin ich lauter als das Spiel oder laut genug, um das Spiel zu übertönen. So, die wichtigen Punkte im Leben quasi. Okay, los Praktikant. Zeit, Arbeit zu machen hier. Zertrümmerer. Okay, nice, das kriegen wir hin. Jetzt kriegt der Praktikant. Ich erwarte 110% von dir. Okay. Ich wusste nicht, dass der VM-Praktikant so gut sein kann. Mein Pokémon hier. Was hast du gesagt? Der Praktikant hat dazwischen geredet. Vergiss nicht, was du mir angetan hast. Ich werde dich immer wieder daran erinnern. Okay, Hiro.